In V3 ist es sehr einfach, E-Mails an einzelne Kunden oder auch als Serien-E-Mail zu versenden. Es wird hier keine externe Software wie Outlook benötigt, das kann direkt aus V3 geschehen. Der große Vorteil liegt darin, dass diese E-Mails automatisch bei den jeweiligen Kunden archiviert werden, sodass diese jederzeit wieder aufrufbar sind. Zusätzlich kann ich diese E-Mails personalisieren, das bedeutet, die Kunden mit dem Vornamen beispielsweise ansprechen. Wie funktioniert das? Ich habe hier eine Person aufgerufen und wie immer finde ich die Funktionalität oben in der Rippenbar. Hier sehe ich schon den Eintrag E-Mails versenden, E-Mails senden, dann klicke ich hier drauf und dann habe ich hier beispielsweise die Möglichkeit, eine vorhandene Vorlage auszuwählen. Das habe ich jetzt hier nicht. Wenn ich eine Vorlage habe, also beispielsweise eine wiederkehrende E-Mail, für irgendwelche Angebote oder wo ich meinen Briefkopf haben möchte oder meinen Fußblog, dann könnte ich hier entsprechend eine Vorlage wählen. Ich gehe jetzt auf leere E-Mail senden und dann bin ich schon in dem sehr leistungsfähigen E-Mail-Editor. Die E-Mail-Adresse ist schon eingetragen, dann kann ich den Betreff eingeben, Tag der offenen Türe. Ich kann auch Anhänge hinzufügen, PDF-Dokumente, egal was, und die werden dann auch automatisch mit verschickt. Jetzt kann ich hingehen und die E-Mail gestalten. Die Gestaltungsmöglichkeiten sind, wie man es kennt, ähnlich wie Outlook oder in Word. Das heißt, man findet sich sofort zurecht. Ich schreibe hier Hallo und jetzt möchte ich den Vornamen haben. Dann gehe ich hier auf Sendungen und dann kann ich hier entsprechend meine Variable auswählen. Man sieht, wir haben wirklich alle Variablen, die es gibt, hier zur Verfügung, dass sie das wirklich auch sehr gut personalisieren kann. Vorname. Und er schreibt jetzt schon hier, Hallo Katja. Wenn ich jetzt die Variable sehen möchte, gehe ich hier auf Seriendruck Vorschau. Und jetzt trägt er hier den Vornamen ein, dann weiß ich, es ist wirklich eine Variable. So, Hallo Katja, das ist ein Test. MFG Ralf Borchert. Dann kann ich hier auch Formatierungen vornehmen. Ich kann jetzt hingehen und sagen, ich möchte das gerne fett haben. Genauso das möchte ich gerne fett haben. Hier wähle ich eine andere Schriftart. Die kann ich dann auch wählen. Und da mache ich das Ganze ein bisschen größer. Und genauso, wie es hier aussieht, wird diese E-Mail auch direkt beim Kunde versendet. Ich habe sogar die Möglichkeit, Bilder hinzuzufügen. Dazu gehe ich hier auf Einfügen, Bilddatei hinzufügen. Dann wähle ich irgendein Bild mal aus. Gehe ich mal auf Bilder. Wähle beispielsweise meinen lieben Franco Rinner. Und dann habe ich hier diese Person auch gleich beigefügt und kann auch das Bild entsprechend verschieben und dahin formatieren, dahin tun, wo ich das gerne für richtig halte. Ich kann es auch vergrößern. Ich bin also hier extrem flexibel.